Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch, Version 2.6. Ja, wir werden jetzt Hopfen ernten und zwar im Verband. Und zwar mit zwei Fahrzeugen und zwei Fahrzeuge fahren ab über Autodrive. Das heißt, erstmal programmieren wir das mal so ein, dass wir hier mit zwei Fahrzeugen beginnen. Erstmal mit alten Kurs löschen. Kursgenerierung für Feld 4. Vorgewende nehmen wir 2. Das ist einfach besser wegen Wänden. Dann haben wir insgesamt 4 Wände, Vorwände. 12 Meter, das ist klar. Ich nehme immer weich, weil ich weiß ja nicht genau, welche Ecken hier überall Bäume sind oder andere Hindernisse. Mit 7% können wir leben. Notfalls nacharbeiten, aber denken ist meist nicht notwendig, weil ich die auch rund einfahre, die Ecken, und das ist meistens keine Frucht. Und zwei Fahrzeuge, die überspringen nicht. Zwei Fahrzeuge. Entschuldigung. Zwei Fahrzeuge, dass er das entsprechend berechnet. Automatisch Uhrzeigersinn, eigentlich immer Uhrzeigersinn. Generieren wir mal ganz kurz. Den Kurs speichern wir nicht ab. Weil wenn er die zwei Runden gefahren ist, können wir mit dem Helfer weiterfahren zur Not nächste Woche. Zurück. Und hier gleich gucken, der erste ist links. Deaktiviert. Und dann mal hier gucken, dass Verband aktiviert ist. Ne? Also 201 Meter ist okay. Aufstellen. Verband ist ganz wichtig, sonst fährt der andere ihm hinten rein. Ungünstig. Wenn das mal nicht funktionieren sollte und obwohl aktiviert ist, kurz einstellen und entlasten und wieder einstellen. So, hier guck mal, kannst gucken, propagieren. Der hat ihn gleich gefunden. Klar, Abstand, Hinweis, müsste passen. So, hier das gleiche in grün, aktiviert 200 Meter und hier rechts, dann passt das. Ersten Wegpunkt ist auf jeden Fall richtig. Wir fahren ihn nur aufs Feld. Weil sonst, ihr wisst, hier sind Gräben. Dann kann sein, dass er Blödsinn macht. Ne? Ersten Wegpunkt hat er hier eingestellt. Ups. Bin ja sportlich. Hier gucken wir auch gleich. Ersten Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Er ist links. Der Ertrag für Hopfen und für Sonnenblumen ist nicht so hoch. Von daher haben wir keinen Stress. Reicht ein Abfahrer ab. Aus. So, der wird natürlich jetzt ranfahren und dann eigentlich warten. Ne? Also. Er wartet jetzt, das ist entscheidend. Wie gesagt, da hat der andere genug Zeit, die Kurven zu wenden. So, jetzt haben wir die Fahrzeuge, die Traktoren gleich einstellen. Die sind ja im Hof, ne? Besuchen wir mal. Die stehen schon da hinten parat. Wie gesagt, Feld Nummer 4 und beladen. Ja, gut, dann nehmen wir Modus. Drescher, Feld 4. Und Abladen, natürlich nicht. Und zwar Brauerei. Bei mir ist immer so B und Ab. Ich muss mal bei Gelegenheit das sortieren und einen Ordner einfügen. Erstmal ganz grob B und Entladen. Ansonsten Abladen, Brauerei, Getreide. Das passt. Das ist das gleiche. Und auf geht's. Hops rum. Jups. Eben das gleiche. Das gleiche, er darf das gleiche machen.
Die werden sich schon einig machen auf dem Feld. Und zwar Feld 4. Und Brauerei, ne? Fahren wir auf Straße, weil hier ist kein Kurs. Dann muss man gucken, was Lexikon los ist. Ob der Deutz reagiert, ne? Das ist immer eine entscheidende Frage. Wow. Geht ja was ab hier, ne? Bisschen komisch, aber fährt. Junge, Junge. Naja, eine Runde fast rum, ne? Sieht aus wie Träge, mal gucken. Das zeigt uns jetzt an. Oh, grün. Grün ist ein sehr guter Tag. Gelb ist, sagen wir mittelmäßig, kann man hier erkennen. Und zwar hier. Wir sind ja auf dem Feld. Stickstoffertrag. Also grün ist sehr gut. Also sehr hoher Ertrag und bei Gelb ist auch noch okay. Und bei Hopfen, das passt auch. Das klappt. Ich sage, jetzt machen wir nur noch das mit der Ernte. Schauen wir mal, ne? Wo bleibt der? Ist ja recht gut, ne? Mein gut, Hopfen wird so nicht geerntet, ne? Muss man dazu sagen, ne? Ich wünsche allen einen schönen Sonntag, ne? Was ich noch nicht gemacht habe. Zwei Fahrer unterwegs. Wo seid ihr? Aber wie gesagt, ich habe da jetzt erstmal losgeschickt. Das muss dann mal hinfinden, ne? Prost! Schalten mal durch, ne? Klar, der wartet. Gras fangen wir jetzt nicht an, das ist jetzt nicht notwendig. Das soll auch noch eine Stufe reif werden. Das können wir beenden. Obwohl. Wieso? Ja, okay. Manchmal ist ja der Fehler im Dateien, ne? Also ist minimal, aber oh, jetzt bin ich außerhalb. Jetzt gibt es das kurz Ruckle, aber das Spiel geht ja weiter, ne? Also das ist ja, beziehungsweise ich komme nicht ran. Geht trotzdem weiter. Aber ich muss irgendwie sehen, dass ich das Spiel. Gucken wir ganz kurz. Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Die Karte ist ungünstig, ne? Version 2.6. Ja, herzlich. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Wochenstart. Jo. Ja, Montag. Das ist die erste Folge, die ich gerade gucke. Scheiße. Ich habe die Folge mit dem Aufnahmen gehabt. Und leider mein Mikrofon war ja zu weit weg. Ja, wie das mal so ist, ne? Und da war ich zu leise. Ich habe gesagt, okay, kurz und bündig. sorry für die, ja, wie gesagt, die linke Maustaste wollte nicht reagieren und hat mich geärgert. Wie gesagt, Nachbarbildschirm erreicht, sorry dafür, aber das spiele ich ja weiter, nur um mich verdoppelt zu hören. Ist auch nicht dumm gelaufen, ne? Mittendrin, ja gut, wer es auffällt, bitte melden. So, ich wollte durchhalten. Ich wollte noch mal Dünger verkaufen, ne? Ja, wieso? Ach so, jetzt weiß ich. Ja. Leute, ich weiß, ich bin schuld.
Was habe ich hier gemacht? Hof. Hier muss Feld 4 rein. Dann wäre das nicht passiert. Und der erste fährt los. Ach, nee. Hier das gleich in grün. Sonst wird das nichts. Beim anderen habe ich es gemacht und hier nicht. Na gut. Ich schalte trotzdem mal durch. Gras. Der soll auch Gras machen, aber später. Da wird die BGH noch ein bisschen Geld verdienen. Ne? Sie wollen ja ein bisschen nach Möglichkeit noch Geld verdienen nebenbei. Gut, das klappt. Wie gesagt, hier nach Sonnenblumen. Das wollte ich anpflanzen, das ist wie Getreide, Hopfen. Schwierig. Hauptsache, dass ich auf 13 noch Tabak machen wollte, habe ich noch behalten. Aber das kann sein, dass es hinten soweit ist, dass ich dann vergesse. Ist nicht ganz so tragisch, wenn das passieren sollte, aber wie gesagt. Soll mit der Maus nicht rausgehen? Ich wollte hier entlassen. Kurs löschen. Und Richtung Hof fahren, ne? Da wo Hopfen ist, kommt ein früher Sonnenblumen. Sonnenblumen ist entsprechend Hopfen. Also nichts, was wir jetzt aussehen müssen. Den Kalkstreuer, den werden wir gleich mal in die Garage reinfahren. Den brauchen wir garantiert nochmal, dann fahren wir nicht in die Garage rein, dann fahren wir zu den anderen Fahrzeugen hin. Ja, aber bald geht los mit der Aussaat. Und zwar mit Weizen und Gerste. Und zwar zumal die Felder von Hapfen. Scheiße, wird spät. Die Felder, wo jetzt Raps drauf war, ne? Entschuldigung. Entschuldige fürs Gewaltausdruck. Wollte ich nicht so sagen. Du kannst Ziel berechnen, ich weiß das, ich kann's. Wenn wir ganz kurz näher noch eingreifen, nicht sofort, also in den meisten Fällen. So, vielleicht der Kleine wird das nicht machen können mit Getreide aussagen, ne? Ich denke mal, wenn die Hopfenfelder geerntet sind, dann können wir auch die beiden Fendt nehmen und die so. Wie gesagt, gleich mal einstellen auf das sind nicht mehr vergessen, ne? Mal gucken, ob wir keiner gemerkt, ne? Es gibt kurze Unterbrechung, habe ich gesehen schon. Na ja, gut, ich wollte nur Alt S drücken und ich habe Windows gedrückt und dadurch kommen wir aus dem Rechner raus. So, Aussaat von Ölrettich ist klar, Hafer und Gerste geht auch. Das ist okay, dann werden wir das auffüllen. Und Dünger. Und da wo Raps war, schon mal die Aussaat vorbei. Getreide wollte ich, die Grasfelder wollte ich noch abernten. Und dann dort auch Getreide aussehen. Wir brauchen beides, Dünger und Saatgut. Erstmal vorbereiten. Starten wir nächste Woche. Weil heute macht das keinen Sinn, da zu starten. Er muss mindestens das Vorgewende schaffen, da kann man mit Helfer weiterarbeiten. Oder wir müssen kurz speichern.
Letztere rollt ihn nicht. Fahren wir auf Feld Nummer 44 raus. Aber wir gucken erstmal nach. Das ist leider wieder so, dass das nicht so läuft. Das sollte eigentlich klappen hier. Der Arne hat sich gemeldet. Und müssen wir gucken, ne, ob das funktioniert. Also im Großen und Ganzen klappt das eigentlich. Also und dass die überhaupt einen finden, ne, mit den Chaos. Ich meine, die fahren ja durch die Frucht durch. Ich vermute mal ganz stark, dass es aktuell. Ja, wo genau fährt er, ne? Kommt da raus. Aber gut, ist ja nicht eingestellt. Ne? Ist ja eigentlich keiner Frucht gefahren. Ne? Gut, das würde klappen. Also gehe von aus. Hier klappt das auch. Gut, dann ist es okay. Wir gehen mal gleich weiter. Ich wollte ja auffällt. Dahin fahren, ne? Auf 44. Ja, hier steht doch schlecht, das ist klar. Aber hier ist ja kein Feld mehr, ne? Müsste ich nur alles planieren. Seemaschine ist gut, der Traktor und Gewicht ist okay. Wenn die Seemaschine bei 18% wäre, das wäre schlecht. So, wir fahren jetzt auf Feld 44, also verkehrte Richtung, dann müssen wir anders fahren. Zur Not muss ich halt neu programmieren bei Crossplay. Vor allen Dingen fürs Hopfenfeld, ne? Oder ich speichere den ab. Kann ja auch speichern, dann kann ich nächste Woche, dann ist ja nächste Woche Programm drin, ne? Das ist leichter zu handeln, ne? Also ja, wie gesagt, nochmal Entschuldigung für die Störung, die durchs rein rausgehen kommen. Das sind auch die Gründe für den unterbrochenen Frames hier. Das Bildschirmwechsel, das kostet Rechenleistung in Anführungszeichen, ne? Dadurch kommen wir in Rechnung. Wie gesagt, ich muss gucken, wo die Maus ist. Mauspfeil. Wenn der Mauspfeil auf dem Nachbarbildschirm ist, dann klickt sich der aus. Ich muss mal das nächste Mal die Bildschirme in Menüeinstellung von Windows ganz nach oben schieben. Dann kommt die Maus ganz schwer rüber zum Nachbarbildschirm. Das muss ich mal dran denken. Weil zum Bearbeiten ist es ungünstig, wenn man jedes Mal friemeln muss. Die Maus geht nicht rüber. Aber die Maus ist der Pfeil, ne? Den meine ich, ne? Also, und das wäre dann besser, wenn das entsprechend. Ja, muss ich schauen. Ah, ich bin garantiert hier vergesslich. Garantiert. Oh, hier ist auch Gras gewachsen. Ist ja gar nicht. Vielleicht können wir da noch. Jetzt haben wir Herbst. Einmal mähen und dann hier nochmal auch nochmal mähen. Mal sehen. Also ein paar Silageballen für den Winter, ne? Wird doch was. Heu wird garantiert nichts. Heu ist einfach zu. Im Herbst ist nicht die Zeit für Heu. Da sind die Nächte schon zu lang. Da ist zu viel Feuchtigkeit in der Luft. Und das wird im Norden sowieso nichts. Da ist die Meeresluft zu feucht und das wird am besten will nichts und auch im Süden ist es eher unwahrscheinlich, es sei denn, es ist Föhnwind und Föhnsturm. Das birgt aber den Risiko, wenn der Föhn zusammenbricht, dann ist die Schleusen offen, kann man sagen. Ne? So, hier ist Feld Nummer, ja, ich glaube 44.
Hätte ich vorher düngen können, ne? Mit Gärreste, okay. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber nächste Woche. Sparen wir ein bisschen Dünger ein, ne? Wie gesagt, bei ich habe nicht getankt, ne? Vielleicht tankt er noch fleißig nach. So, hier wollte ich den Kurs speichern. Feld 4 ist es und Zweierwand. Hier müssen wir Zeilen sparen. Feld 4, Hopfen. Zwölf Komma zwei Meter, zwei Fahrzeuge. Immer nächste Woche schon wissen, aber über dieses Jahr speichern. Dann kann ich immer sagen oder zur Not das entsprechend weitermachen, weil das macht sich im Verband besser. Ein Helfer der wird schwierig, weil das Feld nicht eckig ist, und zum zweiten, weil das Vorgewende noch nicht fertig ist. Wenn das Vorgewende fertig wäre, dann könnte einer weiterarbeiten und wir gehen mit dem anderen zum nächsten Feld. Dann wird es gehen, aber hier ist das Vorgewende noch komplett. Denkt daran, dass da Leitplanken sind, ne? So, Zuschauer, das soll es ja schon für heute gewesen sein. Ja, die Ernte geht nächste Woche weiter. Nochmal Entschuldigung für die Störung zwischendurch. Ja. Tschüss, ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen Rest, einen schönen Rest. Sonntag. Und natürlich auch einen guten Wochenstart für nächste Woche. Immer tschüss, ciao, ciao. Und tschüss. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Danke, danke.